Guten Morgen. Mittag, okay, hast gewonnen. Von Kotau aus. Ja, wir haben heute den Vormittag aufgrund von schlechten Regen fast die ganze Zeit. Schlechtem Wetter. Boah, Leute, ich glaube, ich gehöre wieder ins Bett, ey. Gestern zu viel Sonne gab. Aufgrund von schlechtem Wetter, es hat nicht extrem geregnet, den Halbmorgen hier verbracht, außer dass wir halt frühstücken waren, lecker Smoothie Bowls und wir haben uns wieder unsere Hörbücher angehört fürs positive Mindset, also Persönlichkeitsentwicklung, da hören wir im Moment sehr viel. So eine Routine, die haben wir so jetzt Anfang des Jahres etabliert, dass wir das wirklich jeden Tag machen, weil das haben wir eigentlich schon immer gemacht, nur nicht so regelmäßig und jetzt ziehen wir das gerade voll durch. Ja, genau. Und Sport direkt am Morgen, dann Hörbücher hören, so starten wir einfach bewusster in den Tag. Ja, so das haben wir jetzt auch auf der Reise jetzt hier durchgezogen. Ja, fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Und jetzt ist es aufgeklärt, sieht auf jeden Fall viel besser aus. Deswegen geht es jetzt los, ab nach draußen. So sieht übrigens unser Roller hier auf Pangan aus. Der kostet jetzt 150 Baht pro Tag. 4 Nächte sind wir hier, oder? Länger nicht. Also wenn man länger hier ist, kriegt man wahrscheinlich auch noch einen besseren Preis. Aber die fangen manchmal bei 250, 200 an. Deswegen passt es ganz gut. Und als Tipp, macht vorher Fotos oder ein Video von dem ganzen Zustand, weil hier ist wohl die Roller-Scam-Mafia unterwegs manchmal. Deswegen, der hat einige Macken oder hier schon Schäden. Deswegen haben wir auch alles mal vorher fotografiert. Und das solltet ihr auf jeden Fall immer machen. Dann könnt ihr wenigstens nachweisen, wie der Roller vorher aussah. Daniel möchte jetzt noch einen Fruchtshake. Hier waren wir gestern schon mal. Hier gibt es super gutes Obst. Einfach so an der Straße hier. Ja. Was hast du dir ausgesucht? Ich habe heute genommen Kokosnuss mit Mango und Passionfruit. Unser erster Stop ist der 360 Viewpoint heute und das soll wohl echt keine Herausforderung sein. Ich glaube, man kann jetzt hier hochgehen und ich denke, ich könnte sogar durchfilmen. Es scheint echt nur so einmal die Treppen hoch zu sein und dann ist man wohl schon da. Ja, sieht auch nach einem relativ einfachen Hikingweg aus. Alles mit vorgefertigten Stufen sogar. Früher war der Eintritt zum Gelände hier wohl kostenlos und ja, mittlerweile kostet es 50 Baht, aber das ist ja auch echt wirklich kein Geld. Das ist scheinbar auch ein privates Grundstück. Genau, Wasser gibt es noch dazu. Und hier im Hintergrund ist jetzt das Podest mit dem View an sich und hier vorne sind so wie aus Bali, wie man das kennt, solche Sitze, wo man sich für schöne Fotos reinsetzen kann. Wir sind jetzt oben angekommen, es waren vielleicht so 3-4 Minuten, bis wir hier wirklich ganz oben waren. Dort hinten ist jetzt der Aussichtspunkt, wo wir gestern waren. Genau, da oben. Ja. Ja, also ich würde eher den empfehlen, der hier ist auch sehr schön, ist ein bisschen näher alles. Aber dort hat man halt mehr diese Rundumsicht. Ja, auch eine höhere Sicht, würde ich sagen, auf die Strände hier. Das sieht richtig schön aus von oben. Und auch hier auf die Shark Bay, wo wir gleich noch hinwollen. Das war auf jeden Fall schöner. Ja, da oben, da waren wir gerade drin. Dann geht man hier diesen kurzen Weg runter. Dann ist man wieder auf einer anderen Aussichtsplattform. Hat dann diese Aussicht. Vor allem das da unten ist richtig cool. So die Häuschen auch direkt am Wasser. Und normalerweise denke ich, wenn jetzt der Tourismus hier wäre, hier seht ihr auch, hier ist eine Bar in der Mitte. Da wird wohl einiges mehr hier los sein und wahrscheinlich auch mehr Sitz- und Liegeflächen, weil hier sind jetzt gar keine Polster drauf. Und zur anderen Seite hat man diese Aussicht. Das ist auch richtig schön unten rechts voll mit den Steinen. Hammerschön. Mit dem türkisfarbenen Wasser. Da vorne sind auch ein paar Leute im Wasser, die schnorcheln oder fahren mit dem Kajak. Und das da ist wieder die Aussicht auf die Shark Bay. Wir haben uns jetzt aufgemacht zum Hat Yen Resort. Denn hier versuchen wir jetzt mal an den Shark Bay, also an den Beach zu kommen, an den Strand. Das ist eine richtig schöne Anlage, wenn man das hier von oben sieht. Echt toll gemacht. So, wir sind angekommen am Strand. Ist auch echt schön hier, muss man sagen. Wenig Algen angeschwemmt. Das ist im Moment zu der Saison je nach Strand und Ausrichtung ein Problem. Hier ist es aber echt ganz gut. Und wir mussten jetzt im Resort 50 Baht pro Person noch Eintritt bezahlen. Dafür können wir dann aber auch deren Liegen und ähnliches nutzen. Oder uns natürlich auch einfach hier in den Strand legen. Und ich denke, hier werden wir jetzt ein bisschen Zeit verbringen, oder? Was meinst du? Ja, hast du einen Platz gefunden? Yes. Schön hier mit dem Schatten von den Bäumen, ne? Ja.
Ja, wir haben jetzt anderthalb, zwei Stunden hier gelegen und richtig schön, muss man sagen. Also auch ein tolles Schnorchelrevier. Wir waren jetzt ohne Flossen und ähnliches hier, aber hier sind ganz viele Leute immer auch da hinten, die dann hier schnorcheln gegangen sind. Und wir kennen das Resort an sich nicht, aber es sieht sehr schön aus, muss man sagen, dort. Und hier direkt am Strand, da sind auch so, ja, wie so Bungalows, wo man einfach rausgeht, direkte Füße im Sand hat. Also ich glaube, das gucken wir uns vielleicht fürs nächste Mal auch an, ob das nicht auch was sein könnte. Schaut euch mal diesen Kollegen da oben an. Der und seine Freunde saßen eben da und haben Daniel mal ins Gesicht gekackt. Hier hin, voll ins Face, ja. Aber man sagt ja, wenn man von Vogel angeschissen wird, das bringt Glück. Also kommt jetzt noch mal eine Portion Glück dazu, würde ich sagen. Also, hast du gut gemacht. Vielen Dank. Hier lagen wir nämlich. Zum Mittagessen sind wir jetzt im Coconut Monkey und das ist auch direkt am Strand gelegen. Das ist richtig schön hier direkt an dem Hafen, wo man noch ankommt. Und hier mit Palmen vor der Tür kann man direkt zum Strand runter. Und so schaut es hier aus. Hier gibt es auch wieder einen ganz kleinen Freund, wie Olli sagen würde, ein Chihuahua-Chichi anstatt ein Chihuahua. Na du? Aber das ist die Größe von einem Chihuahua. Ist schon sehr klein. Ja. Ne? Nach dem Essen haben wir uns jetzt aufgemacht zum Hing Wong Bay und da sind wir hier vom Seri Beach eine Querstraße gefahren und dann ging das einmal hier über den Berg quasi, steil hinten runter und jetzt ist man hier. Wir mussten gerade da oben auch wieder fürs Parken, genau an der Ecke, 20 Baht zahlen und dafür gab es auch noch ein Wasser dann. Das Wasser haben wir aber gelassen, haben 50 Baht gegeben, bisschen Trinkgeld, hat sich die Frau auch mega gefreut. Ist glaube ich auch ganz gut, weil hier ist nichts los. Sieht aber leider auch ein bisschen verwahrlost aus, muss man sagen. Deswegen. Ja, mit den Steinen hinten in der Ferne ist richtig schön. Da ist die Toilette wohl drin. Boah, rechts, da kommen richtig große Rocks. Na, mal gucken, ob es sich gelohnt hat, oder? Ich denke schon. Hier vorne in dem kleinen Hütchen ist scheinbar normal. Boah, das sieht gerade richtig geil aus mit der Sonne im Hintergrund. Auch wie sie durch die Palmen so strahlt. Richtig stark. Auf jeden Fall ist normalerweise ein Restaurant drin. Das hat aber scheinbar gerade auch geschlossen. Und hier hinten dann diese riesig großen Rocks. Das ist echt schön. Aber das ist, glaube ich, ein Spot hier, den man eher zum Sonnenaufgang besucht, weil jetzt auf der anderen Seite quasi die Sonne untergeht. Und jetzt liegt schon alles im Schatten. Ja, da hinten ist dann jetzt auch der richtige Strand. Oh, auch schön gemacht mit so Lichterketten. Das sieht abends bestimmt auch schön aus. Ja, doch, kann man empfehlen. Richtig cool. Wir machen uns jetzt wieder auf dem Rückweg zur anderen Seite der Insel, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Und hier auf dieser Übersicht sieht man auch, dass hier ein Schiff versunken ist. Da kann man auch hintauchen. Ich glaube, das liegt auf 30 Metern, wenn ich mich richtig oder recht erinnere. Und noch interessanter, ein Unterwasser-Mini. Wie auch immer der da hingekommen ist. Thank you.
Guten Morgen. Für uns geht's heute nach Koh Nang Yuan auf eine wunderschöne Insel und wir haben gerade ganz interessante Blüten entdeckt. Schaut mal. Haben wir noch nie gesehen, sowas. Die fallen ja alle vom Baum ab. Die sehen echt total futuristisch aus irgendwie. Und ja, wir sind jetzt hier am Strand und warten auf unser Taxiboot. Hier sind die auch angeschlagen. Die gibt's ganz häufig hier. Hier steht auch der Preis. Offiziell maximal 300 Baht pro Person hin und zurück. Wir bezahlen 250, haben wir gestern abgemacht. Da wäre bestimmt noch ein bisschen was gegangen beim Preis. Aber die Leute sollen ja auch ihr Geld verdienen. Und ich glaube, da hinten steht es schon. Dort vorne, das müsste es sein. Da ist er schon, unser Taxiboot-Driver. Überpünktlich hier. Das wird wohl unser Bötchen sein. Oder das da hinten, weil er meinte gerade Kamm. Spricht nicht sehr gut Englisch, aber wir auch nicht sehr gut Thai. Also passt es. Hier liegt ein Hündchen am Strand. Und jetzt gleich geht's los. Ah, der Mann, der muss jetzt mit seinem kleinen Kajak hier erstmal vorne zu seinem Taxiboot paddeln wahrscheinlich. Ich schätze, da vorne dann eins. Und dann das Boot hier rüberholen. So, näher kommen da nicht. Nicht wie der rechte hier. Der ist nämlich bis an den Rand gefahren. Deswegen müssen wir jetzt zu ihm rübergehen. Gibt es direkt meine nasse Hose. Wir kommen jetzt an auf Koh Nang Yuan. Das war eine Fahrt von 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, wenn überhaupt. Das ist nicht sehr weit hier von Koh Tao entfernt. Das hier ist nämlich die Hauptinsel. Da hinten geradeaus sind wir jetzt eben gestartet. Wir sind früh dran, um 9 Uhr, denn ab 10 Uhr kommen, glaube ich, hier so die Boote mit mehr Touristen noch. Und den Fahrer hier, den können wir auf jeden Fall verlinken. Der war auch sehr pünktlich, ist sehr nett. Packen wir euch den Link in die Videobeschreibung rein. Ja, und wir legen jetzt an und dann sind wir schon auf Koh Nang Yuan. Hallo! Hallo! Sei geil, oder? Das ist der Guide. Das zeigt uns den Weg. Das Wasser ist echt die Wucht hier. Wir waren damals, ich glaube 2011 oder 12 schon mal hier und da hat es uns schon begeistert. Das ist so klar. Von daher freuen wir uns auch richtig drauf, wenn wir dann demnächst mal einen Tauchschein machen. Das ist bestimmt echt eindrucksvoll. Oh, da ist gerade ein großer Fisch gesprungen. Kann man da vorne auch sehen. Ich weiß nicht, ob auf der Kamera jetzt oder auf dem Handy gerade auffällt. Kamera haben wir noch nicht ausgepackt. Aber sehr schön auch hier mit den ganzen Felsen. Ah, da hinten kommt gerade eine Frau. Ich glaube, die fängt jetzt erstmal an zu arbeiten. Also sind wahrscheinlich noch die ersten Gäste, wa? Heute am Tag. Ja. Früher Vogel fängt den Wurm. So schaut es jetzt aus, wenn man hier angekommen ist. Hier sind riesig große Felsen. Hier vorne ein Restaurantbereich. Das kennen wir so noch gar nicht. Das ist alles jetzt ziemlich modern. Früher, wo wir hier waren, da war das alles noch so ein bisschen more basic. Jessie wird gerade von sehr großen Mücken gejagt, wie es scheint. Und hier sind direkt die ersten Fische im Wasser. Ganz viele. Guckt euch das mal an. Nicht gerade die buntesten, aber schon einige. Und hier vorne liegen ganz viele Seegurken im Wasser. Genau dort. Und für uns geht es jetzt in Richtung Aussichtspunkt. Der ist nämlich da oben drauf und wir hoffen, dass die dicke Wolke sich noch verzieht, damit es gleich noch ein bisschen schöner ausschaut. Dort vorne kann man dann überall schnorcheln gehen, also geradeaus von der Sandbank rechts. Dann hier vorne stehen auch schon Schnorchel- oder Tauchschiffe. Und das ist die riesige Sandbank, die normalerweise echt voller Menschen ist. Aber vor allem am Morgen und halt wegen der aktuellen Lage immer noch scheinbar sehr, sehr leer. Ja, safety first. Seien Sie vorsichtig, setzen Sie sich nicht auf den Seilen. Ja, also nicht auf den Seilen setzen. Jetzt ins Gebüsch. Los geht's. Ja, der einzige Nachteil, den es hier gibt,
Der ist, wenn man der Erste am Tag ist, der hier hochwandert, man läuft durch alle Spinnenweben durch. Das ist nicht geil. Komm, komm. Bergziege. Wir sind angekommen, on the top, so sieht's aus von oben, eine richtig schöne Aussicht. Eigentlich wären wir auch gerne mal die Drohne geflogen, aber am Eingang standen direkt Drohnenverbotsschilder, deswegen lassen wir das jetzt und zeigen euch nur so den Ausblick. Wir sind nicht mehr ganz die Ersten, da kommen schon die nächsten zwei Personen, aber kann man definitiv richtig gut empfehlen hier. Mega schön. Uns bleibt leider die Sonne immer noch fern, weil diese dicke Wolke da oben drüber hängt, aber die wird wohl gleich verziehen und dann wird es bestimmt richtig schön. Ja, jetzt haben wir doch Glück, würde ich sagen, denn die Sonne ist rausgekommen. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Mega gut. Wir haben gerade bestimmt eine halbe Stunde hier oben gewartet und da kam ein Brasilianer hier hoch, ein Slowene, mit denen haben wir uns ganz lange unterhalten, super nette Menschen. Und jetzt haben wir Glück, die Sonne ist da. Ja, manchmal muss man echt sagen, es lohnt sich auf jeden Fall zu warten, wenn mal die Sonne nicht da ist und wie gerade dann noch nette Bekanntschaften dabei gemacht. Und ja, jetzt waren gerade eigentlich alle weg, wir waren fast alleine, jetzt ist hier gerade eine Gruppe Thailänder hochgekommen und ich denke, jetzt machen wir uns auch wieder nach unten auf den Weg, dass wir auch den Strand mal in der Sonne sehen, oder? Ja. Die Sonne ist auch wieder weg und was sich noch geändert hat, ist hier vorne dieser Abschnitt, da konnten wir jetzt eben komplett über den Sand gehen und jetzt steigt das Wasser scheinbar ein bisschen und da ist die Sandbank weg. Ja, Koh Tao da hinten, stimmt. Voller Sonnenschein und hier. 10 Minuten weiter. Ja, krass. Ja, mal schauen, jetzt gehen wir erstmal da hinten auf die Sandbank, gucken, wie es da ausschaut. Wir haben uns jetzt hier direkt zwei Beach-Chairs gemietet mit Schirmchen dabei, 150 Baht, also echt guter Preis, da kann man nicht meckern. Wir haben gedacht, das wäre jetzt 150 Baht pro Person, aber einfach so 150 Baht. Und jetzt können wir uns hier direkt ins Wasser legen, hier direkt reingehen und dann auch schnorcheln. Geht's jetzt wieder nach Koh Tao. Das ist nämlich direkt da vorne. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Ausflug hier und wir haben echt Glück, dass halt nicht viele Leute hier waren. Ja, richtig schön. Also sehr, sehr ruhig. Früher, aus dem Urlaub kennen wir das ja noch, da waren wir schon mal hier. Also es ist normalerweise echt richtig voll. Ja, auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall immer noch empfehlen, die Insel, auch wegen dem Aussichtspunkt vor allem, muss man sagen, richtig schön. Aber die Unterwasserwelt hat hier direkt, oh, jetzt fällt mir fast Geld aus der Hand. Die Unterwasserwelt so in Strandnähe, die hat echt schon gelitten, muss man sagen. Das ist jetzt noch weniger spektakulär als damals, also so Korallen und Co. Da muss man schon echt weiter rausschwimmen. Von daher glaube ich, wird es eine richtig gute Entscheidung sein, dass wir dann demnächst den Tauchkurs machen, weil das Tauchgebiet hier umkommt, Koh Tao soll eins der schönsten der Welt sein.
sind sehr, sehr gespannt, wie es wird. Und ja, wenn wir den Tauchschein dann haben, dann würde ich sagen, stehen noch neue Ziele auf dem Plan. Ich würde mal super gerne nach Rajan Pat. Das soll ja eines der schönsten Tauchreviere der Welt sein. Ich merke schon wieder zu viel Sonne. Ja, im Moment fast jeden Tag. So ist es. Na egal, bevor ich mich zu viel verhaspel, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wie immer gerne einen Daumen hoch da lassen, einen Kommentar und macht's gut. Ciao, ciao.